Roman, wie hast du die Weihnachtszeit verbracht? Ja, also ich habe halt zu Weihnachten 2-3 Tage Pause gemacht, meine gleichen Gewichte ein bisschen auskuriert und dann sind wir wieder voll ins Training gegangen im Max Center hier im Stützpunkt. Ja, und dann war eine Woche bei meinem Bruder Silvesterfeiern, aber auch da haben wir trainiert. Was hast du dir vorgenommen für das Jahr 2010? Hast du da irgendwelche Vorsätze? Ja, auf jeden Fall. Und zwar sind Qualifikation für die Individual-WM und für die Individual-WM. Schaut auch ganz gut aus. Ja, ein Turniersieg, Doppel oder Mix oder beides am besten, wäre ein großes Ziel in der Saison noch. Und nachdem wir jetzt Tabellenführer sind in der Bundesliga, wäre wahrscheinlich, also fürs Playoff schaut es schon mal sehr gut aus, das Halbfinale. Aber wir wollen natürlich jetzt schon mehr. Also mindestens Finale zurück wäre schon super. Die Thomas Cup Auslosung brachte Österreich starke Gegner. Wie ist deine Einschätzung zur Auslosung? Ja, wir wollen auf jeden Fall nicht Letzter werden in der Gruppe. Der Sieg gegen Litauen wäre super, hoffentlich. Gegen Spanien wird es sehr schwer, ist aber auch möglich. Und gegen England und gegen Polen schauen wir einfach, dass wir super Spiele bekommen und dass wir uns gut aus der Affäre ziehen. Du hast in den Weltranglisten in den letzten Wochen einen großen Sprung gemacht, sowohl im Herrendoppel als auch im Mixed. Was ist das nächste Ziel für dich in der Weltrangliste? Kurzfristig jetzt bei den nächsten Turnieren einfach schauen, dass wir Top 60 schaffen. Das ist jetzt schon schwer, weil es da jetzt die Dichte schon relativ groß ist, aber vielleicht, dass wir es am Ende der Saison noch in die Top 50 schaffen, im Mix und im Doppel. Vielen Dank, Roman. Bitte.